Servus, Waldmusi-Fans! Grüß euch! Es ist schon wieder Wochenende. Das heißt, es ist schon wieder Zeit für Lockerungssongs. Zwei Stück an der Zahl, diesmal wieder so wie wir es gewohnt sind. Und heute habe ich einen Gast da, einen ganz speziellen Gast, ein ganz guter Musiker. Zu meiner Linken ist der Matthias Linzmeier aus dem Landkreis Straubing-Bung. So viel darf ich schon mal verraten. Aber ich glaube, genauer vorstellen tust du dich selber, Matthias. Ich übergebe jetzt mal das Wort. Wo kommst du her und wo bist du daheim und was treibst du so? Ja, grüß euch, hallo, ich bin ein im Namen von mir, Musikanten Matthias. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, bei Alex seine Videos. Weil der Alex schon gesagt hat, ich bin aus dem Landkreis Straubing-Bung, aus der Nähe von Mitterfels. Und mich freut es ganz besonders, dass ich dabei sein darf. Kennengelernt haben wir Alex und ich. Und bei Wir sind wir noch da. In diesem Zug möchte man Eichinger Andi, einen Organisator von Wir sind wir noch da, ganz herzlich grüßen. Unbedingt einen schönen Grüß an Andi, gell? Der Andi hat es möglich gemacht, dass wir zwei überhaupt zusammengekommen sind und uns kennengelernt haben. Genau so ist es. Genau. Ja? Ja, schön. Matthias, wie geht es dir denn jetzt in der Corona-Zeit oder nach Corona-Zeit? Hoffentlich sind wir schon über den Peak hinweg, aber wie hast du denn die Zeit überstanden? Ja, die Corona-Zeit war wegen Musikspielmesse, wegen der Stadionzeit. Mir hat es eigentlich ehrlich gesagt ganz gut getan. Wir haben am Haus noch ein wenig zu tun, haben ein Haus gebaut und da hat man eigentlich Zeit für sehr viele Sachen gehabt. Aber jetzt mal ganz ehrlich sagen, bin ich schon wieder froh, dass es wieder richtig losgeht. Und man merkt es auch auf den Festen, das ist einfach ein brutales Gefühl, wenn die Leute wieder zusammenkommen. Auch als Musikant ist es einfach super, wenn eine gute Stimmung ist und die Leute einfach gut drauf sind und miteinander wieder mal eine halbe trinken können. Ja, das ist aber wirklich lange Zeit jetzt leider gar nicht gegangen. Genauso geht es mir auch, dass es einfach schönes Gefühl ist, wieder unter ein wenig mehrer Leute zu sein. Ja, und wenn man unter mehrer Leute ist als Musikant und sein Instrument dabei hat, dann spielt man normalerweise auch mal, oder? Das ist schon so. Unsere Leute wollen natürlich jetzt auch was hören, von dir, von uns. Was haben wir denn als ersten Titel im Gepäck, Matthias? Ja, als erstes Lied haben wir wegen Flottern, dem Land Tirol, die Treue. Genau. Da ist ein Greif vorum. Thank you.
die Tiroler Hymne, dem Land Tirol die Treue. Warst du schon mal in Tirol? Ja. Warst du schon mal in Tirol? Im Urlaub oder beim Musikspielen? Oder? Nein, eigentlich hauptsächlich im Urlaub. War ich schon 2-3 Minuten. Und ja. Ist heuer auch urlaubsmäßig was geplant oder eher nicht so coronamäßig? Also, eigentlich ist nichts Größeres geplant, weil ja, ich meine, ja, mit dem Flugflügen ist sowieso so eine Sache und so mit dem Flugfahren. Jetzt haben wir gesagt, heuer legen wir noch mal wieder eine Pause und für das greifen wir das nächste Jahr wieder früh. Also. Und ist ja daheim auch recht schön, gell? Haben wir wirklich eine wunderschöne Heimat, da kann man leichter mal ein Jahr daheim bleiben. Genau so ist es. Matthias, jetzt ist es so, bist du ein super Musiker, hört und sagt dir jeder. Ich glaube, du bist hauptsächlich allein unterwegs, oder? Musikalisch. Kannst du unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht mal erklären, ob du nur allein unterwegs bist oder vielleicht auch in andere Besetzungen? Ich darf einmal sagen, nicht nur allein, aber größtenteils schon. Also ich sage mal, hauptsächlich spiele ich als Alleinunterhalter, also Geburtstag feiern und einfach generell Vereinsfesteln. Und wenn das gewollt ist, dann spielen wir auch zu zweit oder zu dritt, je nachdem, auch mit unterschiedlicher Besetzung. Also da haben wir eigentlich relativ flexibel. Und ja, hast du ja vorher schon gesagt, jetzt geht es endlich wieder los mit den Terminen. Was sind denn so die nächsten Termine oder steht was an zur Zeit, wo man die Matthias hören kann? Ja, gleich morgen zum Beispiel im Landgasthof Schmied in Wülfersee. Ich habe Nacht am Biergarten und darf mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen Zuhörer vom Video morgen in live sehen darf. Ja. Morgen Sonntag, der 8.8. ist das, gell? Es kann ja sein, dass jemand das Video ein wenig später hört oder sieht. Ganz genau so ist es. Und natürlich auch für sämtliche andere Veranstaltungen buchbar, oder? Gell? Also, jederzeit gerne. Wenn jemand den Matthias gerne buchen darf, dann blende ich unten in der Videobeschreibung blende die E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein, dann könnt ihr euch natürlich ganz, ganz gern bei Matthias holen. Ich glaube, der freut sich auch. Ja, jetzt kann man zwischendurch wieder mal anspielen. Wie schaut es aus? Ja, also das nächste Lied hätten wir vorbereitet. Sagen wir mal ein Lied aus dem Landkreis Straubing-Gumm. Ein Lied, das war von ganz am besonderen Haus handelt. Da war schon ganz besondere Leute, besonders traurig ausgeschaut haben. Das Lied vom Straubing-Reinspielhaus, da haben wir vorhin nicht lange überlegen müssen, da ist ein Alex gesagt und hat er gesagt, das kennt man auch, ja. Das Lied, nicht das Einspielhaus. Ja, also, das Einspielhaus tut es ja noch nicht, gell? Ja, das umgreifen wir gleich mal, oder? Ganz gern, sieh komm, im F-Dur hast du gesagt, in höchster Vollendung. Jawohl. No.
sauberes nicht so sauberes Bissen, von lauter Mais und Rotzen und von den Leuten zu fliegen. Du kriegst du in der Kurve, wir sind in anderen Lok, in aller Früh. Das war die ideale Gelegenheit. Genau. Ja, ja. Ja, ja. So. Ideen hätte er schon eigentlich, gell? Nein, ich will jetzt nichts in Drängen, gell? Ja, was ich davor noch fragen wollte, und jetzt habe ich es vergessen, tust du außer in die Arbeit gehen natürlich und Musik spielen auch sonst noch was? Hast du sonst irgendwelche Hobbys? Ja, ein großes Hobby von mir ist die Jägerei. Also ich gehe eigentlich ganz gerne auf die Jagd. Unter der Woche hauptsächlich am Wochenende, wenn wir Musik spielen, dann haben wir nicht Zeit für die Jagd, aber ansonsten bin ich gerne... Das haben wir dann Schützenjäger, oder? Genau. Nein, ansonsten bin ich gerne im Wald draußen und ja, da hat man einfach seine Ruhe. Die Ruhe genießen, wenn man am Wochenende eh mit vielen Leuten beieinander ist. Genau. Und das ist eine gute Abwechslung, glaube ich. Gell? Das sind einfach so Gegensätze, da ich sage, die Kombination, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Schön. Ja, jetzt haben wir einiges über die rausgefunden und natürlich musikalisch hast du auch wirklich viel zum Besten gegeben. Wenn euch das alles gefallen hat, dann unbedingt einen Daumen in den Teil. Wenn es euch nicht gefallen hat, das glaube ich sowieso nicht, trotzdem einen Daumen in den Teil. Es gibt nichts anderes bei uns. Und natürlich den Kanal abonnieren, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das gehört unbedingt dazu. Wie schaut es aus, Matthias? Möchtest du mich mal grüßen oder möchtest du noch unbedingt was loswerden? Grüßen möchte alle meine Freunde, insbesondere auch meine Musikfreunde, mit denen ich ganz gerne wieder mal einen spielen darf. Ganz einfach, wenn wir wieder einmal zusammenkommen, dann spielen wir wieder einen. Und meine Familie, meine Freundin Christina vor allem. Und ja, schaut wieder rein. Und ganz besonders darf es mich freuen, wenn wir uns bald wieder einmal live und nicht nur auf YouTube singen werden. Bleibt gesund, bis dahin. Und macht es gut. Ja, und dem kann ich nur anschließen. Ich möchte nur noch sagen, herzlichen Dank, Matthias, dass du dabei warst heute, dass du den doch recht weiten Weg auf die Nummer hast. Und ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir miteinander ein Gespräch haben und entweder live vor Publikum oder gerne auch wieder mal in einem sehenden Video. Ja, ich sage Dankeschön. Und dann kann ich mich, wie gesagt, nur noch anschließen. Bleibt alle gesund, liebe Leute, macht es gut und bis bald. Im Wald. Vielen Dank. Servus. Servus. Bitte.